Hey ho, ihr alle, ich bin's wieder, Essenart. Wie geht's euch? Diesmal mit Diablo 3, Reaper of Souls. Ich spiele immer noch meinen Wizard und der Kim ist am Start. Boah, wie. Hallihallo. Ich sollte Rapper werden, ey. Ich spiele immer noch meinen Wizard, Kim ist am Start. Yo, 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 man. Das ist besser als Kopfbefehl. Alter. Ja, so. Ja, Leute, ich mach da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich glaube, das war hier. Ja, genau. Jetzt müssen wir diesen Belagerungsvorposten machen. Du hast damit aufgehört, dass du immer am Sterben bist? Ja, ich sterbe hier nur. Ich wollte ja die Schwierigkeitsgrad mal einen runtersetzen. Ich vertraue dir. Ne, ich gucke mir das erstmal an hier. Die Ramme gucke ich mir mal an. Auf Qual 1. Mach mal. Maresch. Ich habe mir gerade eine Pizza bestellt, Leute. Also wisst ihr Bescheid. Dicke Dönerpizza mit Doppelknoblauch. Thunfisch, Peperoni, Doppelkäse, Käse im Rand. Ja. Dann noch Chicken Nuggets und einen Salat. Nee, das nicht. Wenn ich die Pizza bestelle, mache ich das nicht. Weil dann reicht mir das. Das ist eine riesige Pizza. Ist. Also bis jetzt komme ich noch gut klar. Ja. Ey, das ist voll das geile Event. Ohne Scheiß, ich finde das voll cool. Warte mal, ob die ersten Ketten an das Ding rankommen. Dann wird's Warum bin ich denn geil. So langsam? Hä, warum läuft man auf dem Ding so langsam? Oder bin ich irgendwie blöd? Dazu äußere ich mich nicht. Das ist eine subjektive Meinung, wenn ich die jetzt äußern würde. Schon klar, ja. Die haben alle gar keinen Platz zum Weglaufen und alles. Ist ja voll behindert. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nein. Und tot. Ist geil, ne? Das heißt, ich muss es normal machen. Ach nee. Okay. Schwierigkeitsgrad reduzieren. Auf Meister. Ihr wisst da Bescheid, Leute. Also, ab hier wird's hakelig. Ich hoffe mal, das wird jetzt auch leichter. Ah. Ich habe jetzt gedacht, die fallen um wie die Fliegen, aber irgendwie das tun sie auch nicht. Nö. Ist ein bisschen leichter, weil sie weniger HP haben. Ja, ohne Flachs, das ist. Die haben die Schwierigkeit gerade so krass irgendwie geändert. Ich meine, es liegt wirklich wahrscheinlich, denke ich mal, am Equip. Ja, aber trotzdem. So. Ich denke mal, wenn du jetzt. Ja, ich hatte das Problem bei dem, bei der scheiß Rammer, dass die Arkankraft immer leer war irgendwie. Dass die was? Die Arkankraft nicht gereicht hat, die alle zu killen schnell. Ja, klar. Ich nehme wieder ein Legendary gefunden mit Level 21. Yippie. Jetzt mach ich mal Teil. Echt? Hm? So schnell? Ja, für Bounty. So. Guck mal, das funktioniert. Mist, aber. Viel Glück. Jetzt habe ich 2000 HP mit Level 27. Oh, geil. Zerstört das Festungstor. Ich glaube, das war's. Auf Meister ist das ja voll easy, ey. Ja. Aber auf Qual ist das extrem. Das ist voll der Unterschied, ey. Das ist voll das geile Event, ey. Festung des Wahnsinns, Ebene 1. Woran sehe ich denn, dass der Malteil kommt? Das siehst du dann schon. Ich will ja vorher aufhören. Da kommst du vorher so in so ein Tor noch, wo du durchlaufen musst. Okay, und dann steht dann da Bossfight und so. Mhm. Okay. Krasser Shit, ey. Hä? Tyrael, als ich gegen Martael kampf, galt mein Schwert durch ihn durch. Er bestünde aus Luft. Aha. Das ist krasser Nigger, also. Um ihn besiegen zu können, müsst ihr den Test des Todes verfügen. Genau wie
Oh, ich muss über die Kräfte des Todes verfügen. Die Geister in den Tiefen der Festung könnten den Schlüssel dazu sein, ja. Tod, Alter. Puh. Du? Mhm. Okay, was müssen wir tun? Jetzt sehen wir mal die Schwierigkeit, wa? Läuft das schon. Dann gehst du von Qual 6 auf Qual 5? Ne, von 7 auf 1. Ich hätte nicht gedacht, euch je wiederzusehen. Isendra, die kenne ich gar nicht. Diese Stimme, kann das wahrhaftig meine einstige Mentorin sein? Diesmal haben wir sie beide gesehen, okay. Leute, ich bin ein bisschen hier auf Defense gegangen. Ich habe mir jetzt hier die Energierüstung mit prismatischer Rüstung reingeballert. Auf Empfehlung von Kim. Ich bin mal gespannt. Ich meine, jetzt spiele ich auf Meister, da sollte das eigentlich schon klappen. Mentorin, ich habe euch vermisst. Ja, ich dich auch. Ich benötige Hilfe. Isendra, das ist meine Lehrerin. Ich sehe schon viel cooler aus als die. Sehne ich mich nach den Tagen zurück, als wir gemeinsam die Magie erforschen. Auch ich erinnere mich gern an jene Zeit. Doch es gibt nichts mehr, was ich euch noch. Dennoch werde ich euch immer zu meinen Freunden zählen. Oh. Und als solcher braucht ihr mich nicht um meine Hilfe zu bitten. Sie ist die eure. Oh. Okay, Geister befreien und dann geht die Sache. Oh, Cutscene. Cutscene! Spannung steigt. Oh, eine richtige Cutscene. Oh, nee, doch nicht. Nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Krasser Shit, Mann. Also ich muss mal sagen, Blizzard kann ja Cutscenes und sowas richtig gut machen, ne? Aber diese ganzen Zwischencutscenes hier in Diablo 3 mit diesen Büchern und dieses so komische, das ist irgendwie, weiß ich nicht, nicht Blizzard-like. Ach, hattest du auch das, dass du keine Endsequenz hattest? Boah, halt das gar nicht, ich hab's drauf geachtet. Weil die Leute meinen, es gibt keine Endsequenz. Na gut, auf Meister ist die Sache schon recht simpel. Das heißt simpel, aber es ist chilliger. Viel chilliger. Das Doof ist natürlich jetzt, dass ich jetzt die ganzen anderen Quests auch auf Meister nur auf Profi machen kann. Ja, weil du gehst mal rein. Muss ich Malta wieder killen. Was killen? Malta wieder killen. Ach so, okay. Aber sobald du aus dem Spiel gehst, starten wir überhaupt nicht von neu. Ach du Scheiße, das ist ja kacke. Ich hab gedacht, man kann einen machen und dann, ja. Und dann macht man irgendwann den nächsten und sowas, wenn man Bock drauf hat. Einfach komische Gegner. Also auf Meister ist das alles echt voll simpel. Ja, ich stehe, ich muss nicht mal weglaufen. Aber auf Meister kriegt man keine. Was kriegt man auf Meister nicht? Irgendwas kriegt man auf Meister nicht, ne? Blutsplitter kriegt man nicht so viel. Die neuen Legendaries. Ja, die neuen Legendaries nicht. Okay, die sind mir auf dem Level eigentlich nicht so wichtig, aber. Ja.
Gleich kommt meine Pizza, ganz still und stumm. Was ist das denn hier? Wieder blaue Gegner. Gut, dass ich umgestellt habe auf Meister. Wie viele blaue Gegner hat mir nicht gefallen? Auf Qual. Ich schäme mich. Vor allen Dingen, das ist eigentlich ein relativ starker Charakter. Also nicht so richtig stark gewesen, aber der war schon okay. Was machen wir dann mit Robin? Dann spielen wir mit dem auf normal, oder was? Ja, kann natürlich sein. Sieht so aus. Das ist ein Robin. Ja, sogar live on stage hier. Was ist das denn da unten? Hat der Robin kein Skill? Hat er nicht. Er hat kein Skill und kein Equip. Was hast du jetzt gesagt? Ach, der weiß, was abgeht. Urteil. Wie bitte? Dass er nichts kann, weiß er, sagst du? In manchen Spielen weiß er das. Der ist zu langsam in manchen Spielen. Zum Beispiel Battlefield kann er eigentlich ganz gut spielen. Aber zum Beispiel Diablo nicht so gut, weil er da irgendwie, weiß nicht, hat er keine Reaktion für oder so. Wobei man eigentlich denken würde, dass man Battlefield mehr Reaktion braucht. Aber er irgendwie nicht. Aber das weiß der. Na dann. Ja, irgendwie gerade so ein komisches Event, das Urteil. Muss ich jetzt irgendwie... So, Gegner, also Bosse töten, das ist eigentlich ganz lustig. Das ist so eine Arena, die kommen immer hier hin und ich töte die, dann kommen die und so weiter und so weiter. Schön mal alles aufheben. Irgendwie hänge ich immer hier fest. Und da geht er daran, 2,7 Millionen. Oh, wenig. Aber das ist nur ein Bonus-Event. Toll. Ganzen Weg wieder umsonst gelaufen. Egal, gleich bin ich 68. Fehlen noch zwei Level, dann kann ich den Endboss machen. Ich wurmt das voll, dass ich jetzt nicht mehr auf Qual spiele, Mann. Eigentlich gedacht, das reicht locker aus, so. Meine Quip. Mindestens für Qual 1. Wenn du denkst, dass du denkst, denkst nur, dass du denkst. Doch denken tust du. Der Rapper mal wieder am Start hier. Ghetto Kim. Ah, ich muss auf die zweite Ebene. Ist ja schon mal gut zu wissen. Ich hier gar nicht so genau zu gucken. Hä, das ist auch wie ein 68, huhu. Passive Fähigkeit freigeschaltet. Was hast du jetzt eigentlich als Vierte drin? Neue oder eine alte? Weiß ich nicht. Ich hab die ganze Zeit immer so ein bisschen hin und her geswitcht, ich hab Bock hatte.
Variety Action, ey. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn man mit mehreren Leuten hier langläuft. Vor allem mit drei Wizards ist das voll krass bestimmt, mit den ganzen Eiskugeln. Ich weiß nie, wo ich lang muss. Was? Jetzt halt endlich mich hier fest. Was ist das denn? Boah, richtig Kotze. Dreckspiss, scheiß Gegner, ey. Umzingeln die mich einfach alle. Kommt von einer, von der Seite, da kommt einer hier überall. Aber der Crusader ist ein richtiger Tank, ne? Ja, also der kann alles spielen. Der kann... Ja, komm. Ey, halt die mich schon wieder hier fest. Grüße. Vergiss nicht, du nimmst auf. Was? Ich hab gesagt, vergiss nicht, du nimmst auf. Die Leute denken noch, du bist irgendwie stabil. Ja, genau. Der Richtige. Ey. Du haust immer die Maus auf den Tisch und so. Was? Ich weiß nicht, du. Ja. Bischof. Ey. Ich stehe hier vor dem Tor und drücke drauf, dass ich durch das Tor möchte. Glaubst du, der macht das? Warum auch? Ich stehe aber direkt auf... Ja, als Geist kann ich durch, komischerweise, ganz plötzlich. Obwohl ich direkt davor stehe. Ey, das ist so zu... So, was haben wir hier? Oh, Wegpunkt. Wegpunkte sind immer gut. Das gefällt mir, aber die Umgebung hier gefällt mir. Ja, die Festung des Wahnsinns. Das ist schon das Ende hier. Oh. Get her down. Jetzt habe ich irgendwelche Gäste. Nee, nee. Ich fühle mich anders. Ich nehme mehr wahr. Das Wesen der Schöpfung offenbart sich mir. Ist dies, was den Tod ausmacht. Findet Malta, ey. Ihr seid nicht tot. Ihr verharrt jetzt im gleichen Zustand wie Malta, ey. Das heißt, ich kann ihm wehtun. Sehr sogar. So hatte ich euch in Erinnerung. Das bedeutet, wenn ich jetzt Geist bin, komme ich direkt zu Maltael? Nee, du musst dich einfach noch ein bisschen durchkämpfen. Okay. Kurz vorher kommt auch wieder ein Wegpunkt. Okay. Die Welt braucht euch. Ich weiß, die Welt braucht mich. Tor des Todes. Die ganze Zeit Angst, dass der klingelt. Was? Ich sagte, Oh, hier ist ein XP-Bonus-Ding. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt wieder. Geil, eine Runde umsonst gelaufen. Respekt an die Runde. Oh.
meine Fresse. Ja, Leute, hört der Fernseher noch mit. Kim bietet euch alles. Sick you. Damals bei WoW in meiner Gilde wurden solche Leute direkt rausgekickt. Aus dem CS. Ja, der normale Mensch spielt das immer. Was? Welcher normale Mensch spielt denn noch WoW? Ich meine, früher. Aha, früher war es letzte Woche, ja? Nein. Mhm. Lang war ich da auch nicht mehr drin. Ne? Aber, bin ja auch in keiner Gilde oder sowas. Ich meine, früher war das schon anders. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich geh mal hier hin, weil hier irgendwas leuchtet auf der Karte. Neues Ereignis? Nein, ich gehe wieder nicht. Wobei, ich muss das sowieso leveln. Ah, keine Ahnung. Na ja, gut, wenn hier schon viele Gegner kommen, dann krieg ich schon mal 4000 HP. So, durch Life on Hit. Ist nicht die Welt, aber... Ah. Oh ne. Nicht sterben, mein Freund. Also wenn ich das so im leichten Schwierigkeitsgrad spiele, in Anführungsstrichen leicht, dann tendiere ich dazu, meine Gegner vorbeizulaufen. Und dann sammle ich 500 Millionen Gegner, die mich dann doch irgendwie schaffen zu töten. So, was war hier lang? Hier lang? Keine Ahnung. Ah, es hat geklingelt. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Bis dann. Ciao, ciao. So, Leute, da bin ich wieder. War doch nur Spaß. Ich hau doch nicht einfach so ab hier, ne? Ich hab mal meine Pizza gegessen, ein bisschen gechillt, so, ne? Und jetzt geht's einfach weiter. Ich war doch schon auf Ebene 2. Ach du Scheiße. Darf ich das komplett nochmal durchlaufen? Ach du Scheiße, nein. Ah ja, dann machen wir mal. Festung des Wahnsinns, Ebene 1, Ebene 2. Aha. Alles mit den Geistern habe ich auch schon gemacht. Egal, aber da war ich dann irgendwo. Nee, da war ich doch irgendwo. Wisst ihr Bescheid. Bin ich jetzt schon Geist? Sieht gar nicht so aus, eben sah das anders. Ah doch, hier so ein bisschen. So, ich bin mal gespannt, Leute. Also, Martell werde ich in dem Video nicht machen. Das geht jetzt nur noch 10 Minuten. Ich chill dann so eine Runde. 45 haben wir. Und ich guck dann mal, dass ich da jetzt bis zu Martell komme. Und dann machen wir das im nächsten Video. Da ich dann Level 70 sein möchte. Und damit ich meinen Level 70er Legendary bekomme. Ich bin gespannt. Ich habe gerade eine Folge Suits geguckt. Richtig coole Serie, muss ich ohne Scheiß mal sagen. Ey. Gefällt mir richtig gut. Wie Angst, ja. Immer so, ich gehe immer so viel und dann plötzlich kommen 500 Millionen Gegner. Wir jumpen hier irgendwo hin und alles. Alter Falter, Rusty, voll aus. Kann so Bücher und so doppelt einnehmen, wusste ich gar nicht. Robin kommt auch gleich, hat er gesagt. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich Crusader oder so mit dem machen, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich auch meinen Hexenmeister spielen oder so, ich habe keine Ahnung.
Werde ich auf jeden Fall auch aufnehmen. Ja. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel immer noch sehr, sehr gut. Aber im Moment ist es noch so, dass man halt Equip sammelt und alles. Ich bin so auf die Seasons gespannt, also die Ladder und sowas halt alles. Bin ich richtig gespannt drauf. Und ich freue mich auf die Special Legendaries und alles. Ich bin echt gespannt. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Jetzt müssen sie ja mittlerweile mal wissen, wie die Sache hier funktioniert. What's that da? Diese Tore nerven voll. Mann. War aber knapp jetzt hier. So. Gerümpel. Gehen wir mal hier hin, weil da irgendwas leuchtet. Oh, aber knapp. Gucken wir mal, was der Robin gleich machen will. Ich würde ja schon gerne eigentlich den Crusader im Abenteuermodus hochspielen, weil ich dann halt noch Blutsplitter und so dazu bekomme. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, oder? Ist doch eigentlich cool, so zum Hochleveln der anderen Klassen. Dass man dann neues Ereignis, nein. Keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Ob ich hier falsch gehe oder richtig gehe. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Aber ich glaube, das hier ist eine Sackgasse. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, da komme ich hinten rum. Ich glaube, ich gehe mal hier. Wow. Jetzt hänge ich schon wieder hier fest. Mann. Geh mir jetzt auf die Eier, dass die mich hier so einquetschen. Ja, jetzt hänge ich noch hier drin. Ja, herrlich. Wow. Ah, hier. Hat sich die Map offen, ey? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, hier muss ich lang. Weil es ist auch eine Sackgasse. Wer weiß. Schauen wir einfach mal. Sieht schon ziemlich sackgassenmäßig aus. Aber hier ist auch Teil 4. Und Sackgasse. Das heißt. Ach scheiße, schon wieder hier hängen. Meine Fresse, diese Tore kommen auch immer dann, wenn man gerade hier durchgehen will, ne? So, gucken wir mal kurz. Da ist Sackgasse. Dann muss es wohl da oben sein. Und wieder da. Yay, awesome. 17 HP-Tränke habe ich schon noch, alter Falte. Und jetzt geht's hier schon wieder. Ne, jetzt natürlich nicht, aber jetzt. Ja, na klar, genau da, wo ich durchgehen will. Ach, herrlich. Du liebe Stadt. Hier ist ein blauer, habe ich gar nicht gesehen. Teil 5. Ja, mach. Ja! Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Wie viel sind das denn? Hallo, wie viel Dinger können die denn machen? Ja. Ey, was ist das? Seht ihr das? Mann. Sie wollen einfach nicht sterben, aber dann so eine Scheiße, ne? Ich bin immer noch hier auf Meister. Ah ja, schade. Ich hätte zwar auf Qual 1 gerne durchgespielt, aber wenn das nicht so möglich ist, dann ist es halt nicht möglich. Auf dem Equip-Stand zumindest. Ich denke mal, mit Level 70 und ein bisschen besserem Equip ändert sich das schon schlagartig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein extremer Unterschied dann ist. Sackgasse schon wieder. Gucken wir mal. Ja, das ist ein Event. Ich will ja nicht zum Event.
3. Okay. Das ist ja eigentlich dann falsch, oder? Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch zu dem Event. Ist natürlich klar, dass ich wieder komplett den falschen Weg laufe. Teil 6, oh. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Ob ich in die Mitte muss, nach außen muss. Das hier sind wieder Gegner. Blaue, meine Freunde. Die denn so? Atem des Todes ist das Beste. So, das hier ist so und da geht's so, aber ich glaube nicht, dass man hier lang muss. Ich muss euch zu diesem Event. Begebt euch zum Kristallgefängnis. Ja, hier ist so eine Truhe. Köte den Gefängniswärter. Da ist so eine Truhe gewesen. Gehen wir darum recht simpel, die lilanen. Oh, macht der Boom. 3,5 Millionen, nochmal das, das, das und die Truhe. In Truhen sind ganz schön viele Edelsteine drin. Das finde ich ziemlich cool. Ey, das kann nicht sein, dass ich hier findet Material, da ist Sackgasse, hier ist Sackgasse, hier geht's noch weiter, Sackgasse, Sackgasse, hier könnte es noch weitergehen. Ey, da kann doch nicht sein, dass ich komplett an dem ganzen Scheiß vorbeigelaufen bin. Aber ich schätze mal schon. Bei meinem Pech. Das ist echt der Hammer, echt ohne Scheiß. Ich laufe hier den ganzen Scheiß Weg. Alter Falter. Was, wie kann man nur so viel Pech haben? Ah, Inventar ist auch noch voll. Da kommen noch Gegner. Ich meine, ich glaube, was will der hier? Na, gucken wir mal hier lang. Wobei das wieder aussieht wie eine Sack hier im Kreis. Obwohl, hier geht's weiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist wieder so ein Tor. So ein Tor ist ja schon mal eine gute Sache. Aha, hier kommen auch nicht so viele Gegner. Ah, hier kommen wieder Gegner. Oh, so fliegende Kamikaze-Flieger, ja. Die sind voll am Ausrasten. So. Arkanstaub ist auch eine gute Sache. Kann ich nicht aufheben. Schmeißen wir mal das hier weg. So eine Truhe. Sieht schon aus wie eine Falle. Ah, egal, ich tritt in die Falle. Ja. Geil. Sieht aus wie eine Falle. Ja, könnte eine Falle sein. Da ist wieder so ein Tor. Upp. Wieder ein... Ah, hier. Klerik. Wer kennt die nicht? Hier sind ganz schön viele lila Gegner, also muss ich mal ehrlich sagen. In dem ganzen erst 1 bis 4 gibt's komplett nicht. Von komplett 1 bis 4 gibt's nicht so viele lila Gegner wie hier in dem Markt. Schon extrem, ey. Ach ja, komm. Was nehmen wir? Schon weißes, nein. Mal das. Und das. Ich sollte eigentlich verkaufen gehen, aber ich will eigentlich jetzt nicht nochmal zurück, bevor ich Martell gefunden habe. Ah, da ist doch das Ziel. Vielleicht haben wir noch einen Waypoint davor. Der Kim meint ja, davor wäre ein Waypoint, dass ich das dann erkenne. Hier ist nochmal ein lila Gegner.
Die Lila mag ich eigentlich, ist recht chillig. Sprungflux. Ein Sprungflux. So. Da sind wir doch. Ach, Ebene 3 gibt's auch noch. Ach du Scheiße. Ah, das sieht nach dem Ende aus. Das habe ich schon mal in dem Video gesehen. Das sieht richtig geil aus. Meiner Meinung nach sieht das hier richtig, richtig, richtig cool aus. Das ist, wenn ich das mal ehrlich sagen kann, ich glaube, das ist mit einer der schönsten Umgebungen, die ich je gesehen habe. Also, das sieht echt unglaublich aus. Da ist er. Scheiße, da ist er schon. Nein, den will ich nicht besiegen. Will der mich verarschen? Der Kim hat gesagt, hier ist ein Waypoint. Will der... Ey, ohne Scheiß, was soll das? Ich habe das auf Video, dass er das gesagt hat. Na, ich gehe raus. Somit beende ich das dann wieder. Gucken wir uns eine Sequenz an. Wobei, die sehen wir dann nochmal. Ich meine, wenn man jetzt hier das erste Mal drin ist, dann werde ich ja wohl nicht... Töte mich. Ja, der Kim fragt gerade, ob ich... Ohne Scheiß. In der Stadt wiederbeleben. Dann gehe ich mal kurz hoch. Hoffentlich nimmt er weiter auf. Channel switched. Jo. Was geht los da rein? Ich nehme mir immer noch auf, ne, weil ich gerade gedacht habe, komm, nimmst du mal die letzten 10 Minuten auf, bevor ich bei Martell bin. Und du hast doch gesagt, ich habe das auf Video, den Beweis, dass davor ein Waypoint ist, dass ich das erkenne, wenn der kommt. Ja, du kommst da in so ein Ding jetzt rein. Nein. Da ist kein Waypoint. Ich bin da drin. Ein Speicherpunkt. Achso. Ja, ein Speicherpunkt. Was ist denn ein Speicherpunkt? Ich bin da reingegangen. Sieht cool aus, ne? Getötet. Ja, sieht richtig cool aus, aber ich habe ihn jetzt nicht getötet, weil ich gedacht habe, ja, mache ich damit 70. Ja. Ja, aber trotzdem war ich verwirrt, als er plötzlich da stand. Naja gut, ich beende mal das Video. Willst du noch was sagen? Du warst zwar jetzt am Ende nicht mehr dabei, aber... Nö. Okay, Kim ist voll zufrieden. Wie bewertest du das Spiel so bis jetzt? Schon ganz cool. Stella macht Spaß. So eine 10er-Skala? Boah, so auf 8 bis jetzt. Okay, 8. Und was hatte Diablo vorher? 9. Echt? Du findest, das hat sich verschlechtert? Das Diablo 2. Ah nein, ich meine Diablo 3, Vanilla. Ach so, ja, 6. Oh, 6, aber dann so viel gespielt und 1300 Euro im Auktionshaus gemacht. Ja, Leute, ja, am Anfang war da noch was anderes, ne? Was? Am Anfang war da noch was anderes. Ja. Ja, gut, dann nehme ich euch mal auf mit der Aufnahme. Wie gesagt, das nächste Video wird dann mit Level 70 sein, wo ich dann den Mai-Teil töte. Und jetzt vorher kommt noch irgendwas anderes oder wie auch immer. Mal gucken. Bis dann. Ciao, ciao.